Die Regierung hat heute die Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesetzt. Ich bin jetzt hier in Dornbirn und werde mich gleich umhören, was Vorarlberger dazu sagen. Also die Regierung hat heute im Ministerrat beschlossen, dass die Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesetzt wird. Was ist da Ihre Meinung dazu? Das höre ich jetzt bei Ihnen zum ersten Mal. Ich finde, dass ich dann Schnellschuss, dann, den man sich besser überlegen hätte sollen. Also bei Corona, ich bin also ganz für die präventiven Maßnahmen, aber dieses ewige Hin und Her, das verwirrt alle Leute. Also ich finde es sehr vernünftig, dass es ausgesetzt wird. Ich persönlich bin voll fürs Impfen und man muss alles machen, damit sich Leute impfen lassen. Aber das Problem ist, die heutige Menschheit, mit Zwang erreicht man nichts mehr. Und das ist das Hauptproblem. Und mit Strafen genauso wenig. Und ich hoffe, dass weiterhin sich viele impfen lassen und dass wir auch durch die Impfung diese Pandemie in den Griff bekommen. Und ich komme aus der Pflege und Impfen war ein Riesenfortschritt in der Gesundheit. Allein die Säuglingssterblichkeit ist reduziert worden durchs Impfen. Aber es muss Hand und Fuß haben. Und die Impfpflicht ist im Moment, was Corona anbelangt, nicht mehr, es geht nicht mehr um Leben und Tod. Ich finde das sehr gut, weil man berücksichtigt dabei die Krankenhausbelegbetten und Intensivbetten und die sind immer stabil, beziehungsweise steigen nur ganz, ganz leicht. Und im Moment ist die Verhältnismäßigkeit und die Gefahr einfach nicht mehr gegeben. Und dass es nur ausgesetzt wird, finde ich auch gut. Dann braucht man wieder neue Beschlüsse, falls im Herbst doch noch einmal eine ganz massive Welle käme. Die kann man nicht voraussagen. Nein, ich finde es sehr positiv. Ja, also ich bin froh, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird, weil sie von vornherein schon fragwürdig war, da sie gegen diverse Rechte, wohl, so wie es aussieht, verstößt. Und in dem Sinne auch nicht mehr verhältnismäßig ist, dass das Virus ja bei weitem nicht mehr so aggressiv oder so gefährlich ist, wie es mal war. Und deshalb bin ich froh darum.